Okay. Aha. So offenbart sich das. So schließt sich der Kreis, ne? Habe ich das vorher übersehen? Nee, komm. Wir bleiben ruhig. Die haben uns nicht getan. Okay, wenn wir schon eins finden, können wir zur Feier des Tages auch mal eine Runde springen lassen. Okay, hier sind wir ja ausgebrochen. Okay, was schon wieder zu ist. Das heißt, sie haben unseren tollen Escape-Plan durchschaut. Wir brauchen. Okay, warte, hier sind wir. Hier haben die uns eingesperrt. Das heißt, wir klettern hier hoch und müssen durch den Lüftungsschacht. Nein, warum? Wo führte der denn hin? Das große D ist da. Ich weiß es doch nicht. Okay. Aber wir haben unsere Waffen. So gut wie keine Medipacks, aber es kann ja schon mal nur alles gut gehen. Okay, warte, warte, warte. Genau, hier ist der Raum der Räume. Der alles Entscheidende. Wo ging es hier lang? Ah ja. Ah ja, stimmt. Was uns nicht weiterbringt. Danke dafür. Okay, wir klettern durch den Lüftungsschacht. Das ist das einzige Logische, was mir jetzt so in den Kopf springt, in den Sinn springt, in die Lara Croft-Popöchen. In den Atombusen! Okay, wir bleiben ganz ruhig. Lara guckt auch schon sehr freundlich. Andere Blicke kann sie mir auch nicht mehr geben nach der ganzen Tortur hier. Ich übrigens auch nicht, also von daher ist das total scheißegal. Waren wir hier schon mal? Hier sieht echt alles gleich aus. Ich drehe ja langsam am Rad, glaube ich. Ja, um jede Ecke ist ein Ventilator. Das ist dieser eine, ne? Könnt ihr euch erinnern, ne? Aha! Moment, nee, komme ich da nicht in die Küche? War das nicht der Küchengang? Nee, war er nicht. Okay, warte. Hier sieht wirklich alles aus. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du dich hier zurechtfindest. Also, das ist. Das ist wie in Tomb Raider 3, dieses komische Labyrinth, diese Kalia-Höhle. Dankeschön. Hast du einen Schlüssel oder eine Karte fallen lassen? Sieht nicht so aus. Okay, wir durchsuchen erst einmal. Das dunkle Regal, das hat sich auf die Seite der Dunkelheit geschlagen. Was werden wir nur tun? Werden wir etwas finden, um es auf die Seite des Lichts zu ziehen? Nee, es ist ihr scheißegal. Okay. Aber mein Mikrofon übersteuert total. Medipack. Medipack. Nein. Nicht mal das gönnt sie uns. Okay. Aber das Gute ist, Stucki-Logik, dadurch, dass hier ein Gegner ist, nehme ich mal knallhart an. Knallhart, ne? Wie die zwei knallharten Tatsachen von Lara, dass wir hier noch nicht waren. Und wir haben eine zweite Batterie gefunden. Okay, der Typ hat mich fallen lassen oder es ist in die Wand gebackt, aber ich gehe mal davon aus, nein. Ich warte aber immer noch auf den Tag, an dem mir jemand. Hä? An dem mir jemand einen Schlüssel. An dem mir jemanden Schlüssel in die. In die Hand gibt. Merkt man, dass ich gerade total verwirrt bin? Nein, bestimmt nicht. Okay, warte mal. Wir sind jetzt wieder hier. Wir haben immer noch keine Karte. Korrekt? Batterie plus, Batterie minus. Können wir die kombinieren? Nee, doch nicht. Doch, 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 ja. Aha, ja, ja. Professorin, Mrs. von und zu Atombusen Lara, wir haben es geschafft. Wir haben. Wir haben. Oh Gott. Wir kommen aus dem Bauernhof. Wir haben übrigens Gänse. Und die heißt Stucky. War das hier vorher schon? Oh Gott, ich verliere den Verstand. I'm losing my mind. Help. Okay, sollten vielleicht nicht ganz so rumschreien. Meine Stimme macht das nicht mit. Ich bin hier schon am Abkratzen. Ich bin wie so eine kleine Krähe. Okay. Eine Krähe namens Lara. Eine Krähe namens Lara. Gott, hier öffnet sich ja komplett neue Welten. Hi! Was geht ab? Oh, zwei davon, zwei davon. Aber zwei davon, das ist nicht gut. Und ich habe es dreimal gesagt, das heißt, ich habe einen dritten heraufbeschworen.
alles wegen mir. Alles, weil ich die Klappe nicht halten kann. Okay. Eine fette Pumpe. Okay, wir haben eine Pumpe, Leute. Ist das der Raum? Ich muss ehrlich gestehen, ich blicke ja auch nicht mehr durch. Dieser Raum mit dem Kran war ein anderes Level. Das war vor dem U-Boot. Warte. Ist das nur wegen der... Wir müssen uns genauer umsehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier möglicherweise nur wegen der Schrotze war. Aha! Was liegt denn da? Eine Kakaobohne! Was ist das? Eine Aqualunge, also so ein Sauerstoff. Kapibischen. Okay. Oh, ein Medipack. Okay, diese Geräuschkulisse heute ist wieder der absolute Obershit. Aber ich freue mich. Und das ist doch das Schöne. Wenn ich mich freue, freut sich auch Lara. Man sieht sie ins Gesicht geschrieben, ja, wie sie sich buchstäblich freut. Okay. Ich glaube, das war's dann schon. Wir haben diese Aqualunge gefunden, also dieser Sauerstoff. Wie nennt man das denn? Diese Sauerstoffflasche. Das war dumm. Okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt in diesem Moment zu diesen komischen... Nee, das ist falsch. Zu diesen, mir fehlt immer noch der Schlitz. Nein, warte, der fehlt mir nicht, aber die Karte dazu. Bietet sich jemand von euch freiwillig an, Lara, ihren Kartenschlitz auszufüllen? Nein, okay, ich würde es auch nicht tun. Nein, wir können jetzt wieder, glaube ich, zu diesem Anzug zurück. Es sah ja aus wie so ein Schwimmanzug für Meerestiefen. Das Problem ist, ich habe die Orientierung verloren, ne? Ich weiß nicht mehr, wo hier irgendwas ist. Ich glaube, wir mussten da runter, oder? Ah, scheiß drauf. Okay. Dann habe ich Angst, dass wir in den Meerestiefen schwimmen müssen. Ich kann mich aber dunkel erinnern, dass es einen Tomb Raider-Teil gab, an dem man das tun musste. Also richtig unter Wasser, so richtig. Du hast nichts bei dir und da schwimmen ganz gefährliche Fische rum und Haie und Gelöt. Und ich hoffe nicht, dass das dieser Teil war, weil da würde ich so ein bisschen Angst kriegen. Einfach so. Ich meine, gut, ja, in Underworld ist das ja auch so, aber ihr wisst, was ich meine. So, letzte Tür. The last house on the left. Oder the last door on the left. War es links? Ah, ja. Okay, jetzt speichern wir. Um wahrscheinlich dann festzustellen, dass uns irgendwas fehlt. Aber ich bin eigentlich guter Dinge. Ich bin eigentlich guter Dinge. Boah, Alter. Ich bring nicht um. Ich bring... Doch. Vielleicht das. Ja. Und jetzt? Ah. Oh Gott, sag es mir bitte nicht. Sag mir bitte, wir sind Deep Sea Dive. Oh nein, wir sind in einem neuen Level. Okay, nützt nichts. Alter, ist die Steuerung. Das wird ja
Lara sieht sehr happy darüber aus. Ich würde sagen, wir sehen uns zu einer neuen Folge. Das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider 15 Chronicles. Let's play!